So mit den Freimaurern ist oder so, irgendwie so eine Sache, ne? Ja. Musst du dich Das ist erkundigen, der Gründer von die heimliche Symbolik, was dahinter alles steckt, das ist unfassbar. Also Ja, wirklich. Bruder Dennis, bist du da? Ja, ich bin da. Zeig mal bitte das Grab von Charles Taze Russell, damit Ja. der gute Gentleman Adi das mal kurz sieht. Zeig das mal Ja, kurz. gerne, Ja, gerne. ich Das würde schon. ich gerne mal sehen. Jetzt frage ich mich aber Satan, Gott der Welt. Genau, Satan ist nach 2. Korinther 4, Vers 4 der Gott dieser Weltzeit, der Herr über diese Welt, über die Menschen, über die Sünder. Und bis der Herr Jesus zurückkommt, ist die Welt ihm übergeben. Er herrscht hier über diese Ja, Sünderwelt. also bis Jesus auf die Welt kommt, herrscht er hier. Ja, genau. Ja, die Welt gehört Ja, Luzifer. Ja. Ja. Das steht in 2. Korinther 4, Vers 4. Und das Wort Gottes sagt eben auch, dass der Satan alles versuchen wird, die Sinne der Menschen so zu verführen, zu verblenden, dass sie das Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht erkennen sollen. Dass die halt verloren sind, dass sie in die Hölle gehen sollen. Ja. Ich Ja, zeige Ihnen das mein. Grab ganz kurz. Einen Ja, Moment. zeig mal Ja, das Grab gerne, gerne. Das wäre von super. Charles Taze Russell. Ja. Der ist auf einem Freimaurerfriedhof begraben. Und jetzt, weil das viele Leute erkannt haben, haben die jetzt versucht oder sind dabei, gerade sein Grab von dem Freimaurerfriedhof wegzutun und ihn woanders zu begraben, weil Das zu ist viele eine, Leute dahinter gekommen sind. ja, es ist eine Schweinerei, ne? Ja, die versuchen, Ja, ich habe das auch. Muss man ja mal wirklich so sagen, ne? die Fährten also zu verwischen. Ich sag mal so, also wäre es ja nicht wirklich so, oder würden die behaupten, das wäre nicht so, ja, dann würden die das ja auch gar nicht planen mit dem Wird Mond. das. Ja, da ist es, da ist die Pyramide, ja. Ja, ich sehe Das es, okay. ist die Ja. Freimaurerfriedhof und das ist ein Ja. Grab, ne? Die Natürlich Freimaurerkirche. schön im goldenen Schnitt geschnitten, ne, mit Ja. 33. Rang und so weiter. Ja. Ja. Und Ach du. das schiefe Kreuz in der Krone, Ach, du auch glaubst ein es nicht. Ja. Templer-Symbol. Oh nein. Ja. Oh Ganz nein. schlimm. Das ist ja Götzen sind das ja. Ja, das ist Ägypten halt, ne? Ja. Ra Ja. Horus, ne? Und der war ja ein Ja. Freimaurer. Ja. Der Ja, Charles mir Taze wurde auch Russell. mal tatsächlich zugetragen, dass die Geschichte von Jesus, Aleyhisselam. Ja. Ja, Isa heißt er bei uns. Ja. Dass die Geschichte tatsächlich also umgeschrieben wurde. Ja, Ja. für diese, was hattest du gesagt, Läuterer? Was meinst du? Lauwarme, genau, lauwarme. Also lauwarm, Genau, dass das tatsächlich sogar, wenn man sich mal wirklich beliest, die Geschichte von Horus war. ja, das ist so, weil eben der Satan den Gott der Bibel kennt und daraus eben hingeht und die Gottheit stiehlt aus der Bibel und daraus Religionen macht. Das hat er schon im alten Ägypten gemacht, das hat er mit dem Mithraismus gemacht, Ach, das hat er eben. das ist hier so ein komischer Ritualraum von denen, oder? Das ist eine Freimaurerloge. Ja, Ja, genau. ja. Komisch. Genau, da treffen sie sich. Ach, hier mit der neuen Wiedergeburt und all diesen ganzen Kram. Oh nee, das habe ich Genau. schon mal gesehen. Ja, genau. Mit diesem komischen hier, sag schon in Tücher gesalbt und hast du nicht gesehen und Ja, genau. metaphorisch getötet, auferstanden und so weiter und so fort. Oh Ja, du nein. musst das Video von Sido gucken, 23, da zeigen Ja, die halt seine Einweihung, ne? genau. Genau nach Plan, wie es dann geschehen ist auch, ne? Ja. Und Menschenopferung und alles ist Kann man dabei, sich ne? ja nicht ausdenken, sowas. Ja. Das ist ja ganz Ja, komische ich hoffe Geschichte. aber trotzdem, dass du mal zu der Erkenntnis der Wahrheit kommst, zum Herrn Jesus Christus. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und von wie Neuem gesagt. geboren wirst. Wie gesagt, ich habe da so meine eigene Sichtweise. Aber Ja, ich aber bin halt forsche einfach nach, mal. forsche nach. Ich bin mal. Ja, natürlich, natürlich. Mensch hat ein Gewissen. Er hat einen Verstand bekommen. Wir leben im Zeitalter der Informationen. Also, ne, jeder muss da Genau. für sich selbst abwiegen. Genau, Wie also nicht gesagt, also dieses ich bin blinde Vertrauen. überall. Also, ich muss dazu sagen, der Anfang.
Der erste Kontakt zum Christentum, ich meine, gut, ich bin hier aufgewachsen und geboren in Deutschland, war eigentlich schon immer da. Allerdings wurde ich damals als Kind, ich war gezwungenermaßen im Kinderheim, von Familienmitgliedern nicht aufgenommen. Und die eigene Mutter im Krankenhaus, keiner konnte uns aufnehmen, mein Bruder und mich. Und wir mussten dann natürlich ins Heim, waren katholisches Heim. Und da wurden wir jeden Freitag zur Kirche, zum Gottesdienst gezwungen quasi. Und das war schon echt nicht schön, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben. Ganz klar. Ne? Und wie gesagt, ich bin da total unbedarft irgendwie und ich verurteile da auch keinen. Jeder, wie er denkt, jeder, wie er mag. Also der Gott der Bibel ist genau das Gegenteil von dieser Katholiken, die dich gezwungen haben, ne? Der Gott der Ja, naja, Bibel klar, ist natürlich. auf Also ich freier habe auch nie Wille, behauptet, ich habe auch nie behauptet oder nie gesagt, dass das jetzt wirklich alle so machen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte da wirklich nur Pech. Aber nur mal, um zu verdeutlichen, dass trotz all diesen, nach all diesen Dingen, immer noch meine Einstellung dazu halt nicht geschädigt wurde, sage ich mal. Dass ich weiterhin trotzdem neugierig bleibe und Sehr gut. mir das trotzdem angucke. Das ist wichtig. Ein Vertraue starkes einfach Herz Gott. ist da wichtig, denke ich. Vertraue Gott und geh auf die Reise. Geh auf die Suche. Geh richtig in ein tiefes Studium, was den Islam und was die Bibel betrifft. Genau. Und bete zu Gott, dass er dir die Wahrheit zeigt. Und der Herr wird es dir zeigen. Gott wird es dir zeigen. Wenn du aus dem tiefsten Herzen die Wahrheit suchst, dann wird er dir die Wahrheit zeigen. So, was haltet ihr jetzt, was sagt ihr so zu den Zeiten? Welche Glaubt ihr auch, Seiten? dass wir in der Endzeit angekommen sind, oder? Absolut, natürlich, absolut. Es ist nur eine Absolut, ne? Frage der Was hier gerade Zeit. so abgeht, ne? Was hier auch gerade so abgeht, ne? Ja, die Zeichen der Zeit, sagt der Herr Das Jesus, ist, ne? Wenn die Zeichen der ja. Zeit euch klar machen, was kommt, dann müsst ihr vorbereitet sein. Und Ja, das nächste eben. Ereignis ist halt die Entrückung der Gemeinde, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde zu sich holt, nach Hause. Und dann beginnt die Apokalypse, die schlimmste Phase der Menschheit, wo Gott halt nahezu fast alle Menschen ausrotten wird demnächst. Ja, Wie siehst du das gerade? denkst du, dass wir alle auf Ewigkeit im Paradies sein werden? Nur die, die wiedergeboren sind und Kinder Gottes sind. Das heißt, Und diejenigen, die Kinder zum Herrn Gottes sind Jesus ja gekommen wir sind. alle. Nein. Kinder Gottes sind wir ja Nein, alle. nein, 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 nein. Johannes 1 sagt, Apostel Johannes, ja, das Wort Gottes, nur die, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab Gott das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Nur diese sind Kinder Gottes. Der Rest sind Kinder des Zorns. Und die stehen immer noch unter dem Zorn Gottes, weil sie nicht erlöst worden sind, weil sie nicht errettet sind. Also keine Gnade erfunden, ja, deren keine Gnade erwiesen wurde, Genau. sagst du? Gnade ist nur für die, die den Herrn Jesus aufgenommen haben in sich Ja. und Kinder Gottes sind. Alle anderen Menschen, die das nicht getan haben, die stehen noch unter dem Zorn Gottes. Ja, okay. Aufgrund ihrer Sünden. Ja. No. Und wenn du schon gelogen hast, betrogen hast in deinem Leben, Ja. gestohlen hast, geschimpft hast, gehasst hast in deinem Ja. Herzen, in deinen Ja. Gedanken, auf die Frau eines anderen Menschen geguckt hast, Ja. ja, dann Also ich hab bis jetzt alles getan, bis auf Letzteres. hast du noch nie die Frau eines anderen Mannes in deinem Kopf Ich habe noch nie die Frau eines anderen Mannes oder eines be befreundeten begehrt. Mannes oder wie auch immer begehrt. Nein. Boah. Auf gar keinen Fall. Denn ich bin Das ist nicht heftig. von meinen niederen Gelüsten getrieben. Ja, dann bist du da in der Hinsicht, aber alles andere hast du gemacht. Bitte? Aber alle anderen Sünden hast du schon gemacht. Ja, schon, aber ich habe sie halt aufgrund tief vom Herzen bereut. Ne? Das ist halt wichtig. Ne? Die Ja. Intention ist wichtig, denke ich da. Ne? Kein, ich sage immer, kein Mensch ist perfekt. Natürlich, das sagen 90% der Sünder. Ja. Ganz klar. Aber ich denke einfach, ich muss keinem außer Gott beweisen, dass ich es ernst meine mit meiner Ja. Reue.
Ja. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, er weiß es. Ja. Und mir, das andere ist mir wichtig, nicht wichtig. Also alles andere ist mir egal. Solange er das weiß, das reicht mir. Ja. Ne? Ich finde einfach, es gibt gewisse Dinge, die Menschen heutzutage haben. Ich sag mal, gewisse Dinge, die das Leben lebenswert machen, vergessen. Ja. Und sowas wie Treue, Ehrlichkeit und all diese Tugenden, ja, die den Menschen eigentlich doch so edel machen, wie er sein kann. Ja, die Leute wollen gar nicht mehr edel sein, ist mir aufgefallen. Also, die möchten gar nicht mehr, ja, edel sein, tatsächlich. Kann ich nur so beschreiben. Viele haben nicht mehr das Bestreben und auch die Gesellschaft, wie sie geformt wurde. Ich muss nicht erwähnen, dass wir in ganz komischen Zeiten leben, wo Kinder, wo wir in deren Alter waren, nicht so viel entblößte Frauen etc. im Fernsehen gesehen haben, nicht so viel manipulativen Kram. Ja, man wurde, ich sag mal so, also mindestens in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, ja, so mein Eindruck, ist die ganze Welt um mindestens das Zehnfache verdorbener geworden. Ja? Also man hat viel mehr Möglichkeiten, sage ich mal, in Sünde zu fallen oder ja, kann man eigentlich so ganz gut beschreiben, denke ich. Ja, darf ich dir einen Vers vorlesen, was du gerade gesagt hast? Apostel Paulus Ja. schreibt in seinem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 1, und das ist 2000 Jahre alt. Ja. Ja. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie Ja. den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das nennt man auch Das trifft Heuchler. ja wie, ne? Siehst du das, wie genau präzise diese Prophezeiung ist, Apostel Paulus, wie der die Endzeitmenschen beschreibt? Ja, aber natürlich. Natürlich. Ich sage immer, die Bücher ähneln sich. Ja, die drei großen Bücher, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, wir leben in einer ganz komischen Zeit, Leute. Ne, ich habe jetzt auch gerade meine Pause zu Ende. Ja, Ich werde jetzt okay. weiter hier mein Werk vollziehen. Alles klar, Gottes Segen Ich dabei. wünsche euch einen schönen Abend. Ja, danke dir auch. Ja, ich bis Gottes bald. Segen. Dankeschön. Lasst euch gut gehen, Ciao. Leute. Ciao. Ciao. Kurdischer Chris, hast du noch eine Frage? Weil es wollen noch neue Leute dann auch rein. Ja, also ich wollte sagen, ich war schon länger kritisch mit dem Islam. Ja. Ja, Moslem. Ja. Ich bin mittlerweile 35. Ja. Ja, Ja. da bist du ja noch jung, da kannst du noch viel also mit dem Herrn Jesus erleben und viel tun, Bei mir fing schon sofern du das Zeit Kritische hast. an, ja. Ich wurde schon kritisch schon mit 16 gegen den Islam. Ja. Ja, und so bin ich rausgegangen. Mit 19 bin ich da rausgegangen, aber dann fand ich erst zu Jesus erst mit 35. Ja, das ist kein Problem. Du hast hoffentlich noch genug Zeit, gute Früchte zu bringen für den Herrn. Ja, ich muss noch viel studieren. Ja, genau, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Immer wieder Bibel Ja. lesen. Bibel lesen, Bibel lesen. Knie dich, also wir zwingen dich da rein, ja? Wirklich diszipliniert, auch wenn du nicht jetzt so viel Bock hast, weil das Wort Gottes ist ja sehr geistlich und unser Fleisch wehrt Ja. sich gegen was Geistliches, gegen den Geist Gottes. Aber du musst dich ein bisschen zwingen, wirklich zwingen und beten, dass der Herr dir beim Lesen der Bibel auch schön Erkenntnis gibt und der Herr wird es machen. Genau. Meine Tante ist auch aus dem Islam rausgegangen. Ja, ist sie denn jetzt beim Herrn oder noch nicht? Die ist vor mir rausgegangen. Die ist 1985 rausgegangen aus dem Islam. Ja, und jetzt ist sie beim Herrn oder noch nicht? Sie Oder lebt ist sie noch, noch? sie lebt noch, sie lebt noch. Nein, ich meine, ist sie zum Herrn Jesus gekommen? Glaubt sie an den Herrn? Ja, sie glaubt. Sie hat auch ihre Ist Kinder getauft, aber ich weiß nicht, in welchem Alter. ja, okay.
Ja, und du weißt, Babytaufe und sowas ist alles falsch, ne? Das ist nicht Ja. für Babys. Taufe ist nur für diejenigen, die wahrhaftig glauben. Ja, Markus ich bin 16, da. Vers 16. Ja. Ja, alles klar, mein Lieber. Dann hat mich gefreut. Ist super, bleibt Mich dabei. auch. Bleibt dran. Ja. Ich wünsche euch auch alles Gute. Bis Gott segne dann. euch. Danke Gott segne dir auch. Dem dich. Herrn Jesus anbefohlen. Ciao. Ja. Ciao. Bruder Resa. Hallo. Freunde, hört Ja. ihr mich gut? Hallo. Ja, wir Ja. hören dich sehr gut. Ja. Alles klar, alles klar. Ja, ich habe eine spezielle Frage und zwar geht es da um Katholiken. Weil ich hatte gestern mit jemandem eine Diskussion gehabt, einem Katholiken, und er hat gemeint, dass die Katholiken nicht Maria anbeten und dass sie da auch keinen Götze betreiben. Was haltet ihr davon? Ja, ist eine Lüge, weil sie beten ja zu Maria, dass Maria für sie also eine Fürbitte einlegen soll bei Gott. Aber Maria ist ja tot, sie kann ja keine Gebete erhören. Wenn du jetzt zu Maria sprichst, als Katholik, in einem Gebet, dann Ja. hört sie das ja nicht, weil sie selber ja ein Mensch ist und sie ist ja tot. Aber was die Katholiken Richtig, sagen, nein, genau. sie ist nie Ich bin gestorben. ja, ich bin Sie ja auch ist gerade in einfach so in den Italien Himmel gekommen, ohne zu, und und sie ist überall, sündenlos. ich bin gerade in Italien und überall hängen Statuen von Maria und Ja. überall hängen Götzen und ich bin einfach schockiert, Ja. weil sie ist nur ein Mensch gewesen. Sie war nur die Mutter von Jesus. Ja. Mehr auch nicht. Ja, genau. Und wenn du sie anbetest, dann ist es auch ein Götze. Und was passiert mit denen in der Endzeit, wenn sie sterben? Ja, Wird sie sind Jesus zu ihnen verloren. sagen, Sie sind hinfort verloren. mit ihnen? Ja, okay. Es kann Ich sein, mach dass der eine noch. oder andere da drin ist in den katholischen Kirchen, der wirklich wiedergeboren ist, und der Probleme hat mit den ganzen Lehren der Kirche, aber weil er eben, nichts Besseres hat, ist er einfach da drin. Der Ja, geht einfach ja. in die Kirche. Ja, und dann sagt eben das Wort Gottes in Offenbarung, Kapitel 17 und 18, dass derjenige, der wahrhaftig ist, aus dieser Hure Babylon rausgehen soll. Damit er nicht die Plagen empfängt, was für die Hure Es ist Babylon ja bestimmt ist. genauso wie mit dem Papst. Der Papst ist ja eigentlich auch das Oberhaupt der katholischen Kirche. Ja. Und der hat ja gesagt, dass alle Religionen denselben Gott haben. Ja, genau. Wie Da kann man siehst du denn mal, sowas welchen sagen? Geist. Hat er nicht die Bibel gelesen? Natürlich nicht. Der kennt doch, der kennt die Bibel, aber der dient ja einem anderen Herrn. Der versucht ja eben durch diese Sachen die Katholiken halt in die Hölle zu führen. Oder die Katholiken lesen die nicht die Bibel? Nein, die Katholiken sind da, die 99% haben gar keine Ahnung von der Bibel. Die wissen nur, wie man Kerzen anzündet vor Maria-Statuen. Ja, es ist halt die Leider, das Wahrheit, ist so, ne? das ist so. Das ist, das Alles sage ich ja nicht als, ja. also, ja, als, um mich jetzt lustig. Nein, das ist so, das machen die. Leider, wenn man die Ja, über die biblischen Sachen befragt, die haben gar keine Ahnung. und was hältst du von dem orthodoxen Glauben, Es orthodoxen ist Glauben? dasselbe. Es ist dasselbe in Okay. Grün. Ja, es ist Haben ja dasselbe auch in Grün. Götzen und küssen die ganze Zeit ihre Kreuze Ja, und ja. genau. Ja. Du gehörst Marienverehrung. keiner Religion an, ne? Du bist ja komplett frei. Wer? Ich? Oder? Ja, Ja, ich du bin bist ja wiedergeboren. Ich bin ein wiedergeboren, aber wiedergeborener Diener des Herrn Jesus Christus, ganz frei. Klar, der Herr Jesus hat mich ja. frei gemacht. Und die Ja. Gemeinden sind lauwarm, sonst wäre ich auch ganz normal in einer Gemeinde. Ich war ja auch in einer Gemeinde, bis ich herausgefunden habe, dass diese Gemeinde, die Ältesten, die Gottheit des Herrn Jesus, versteckt verleugnet haben. Musst du mal vorstellen, was das für Schlangen sind da in den Gemeinden. Ja gut, ich bin ja auch in der Gemeinde, ne, in der Ja. protestantischen Gemeinde. Ja. Ich habe aber auch so ein bisschen so das Gefühl, dass es halt etwas lauwarm ist. Ja, das ist das. Und der Herr Ich weiß Jesus ganz hat genau, was du gesagt, meinst. Ja. der Herr Jesus hat es vorausgesagt. Ich konnte es selber nicht glauben, aber ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren dürfen, dass der Herr recht hat. Weil ich habe gesagt, ach Herr, warum bist du denn vielleicht so hart? Vielleicht sind die doch nicht lauwarm. Ne? Aber der Herr sagt, nein, wenn ich dir das sage, sollst du mir glauben. Und nicht deine. Und du kannst deine eigenen Wege gehen, aber dann wirst du sehen, dass ich am Ende recht behalte. Aber würdest du das generalisieren, dass alle Gemeinden so sind? Ich denke nicht, oder? Also, wir waren in einer Gemeinde, in einer Brüdergemeinde, und Ja. wir haben die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet. Dann war ein Pastor in dieser Brüdergemeinde, der hat die Bibel gelehrt. Das war der Bibellehrer.
Und dieser Pastor war selber der Pastor einer anderen bibeltreuen Gemeinde. Und dieser Pastor hat die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet. Verstehst du? Zwei Gemeinden gleichzeitig hat der Heilige Geist mir gezeigt. Vielleicht ist das ja auch nur ein Einzelfall. Zwei Gemeinden gleichzeitig. Ich kenne ja auch protestantische Gemeinden, wo auch wirklich gelernt wird, was in der Bibel steht und von der Bibel vorgelesen wird. Ne? Also es gibt ja, ja auch noch Gemeinden, ja, wo Predigt. Wenn du eine Gemeinde gefunden hast, dann ist das schön für dich. Ich glaube nicht, dass da auch nur eine Gemeinde wiedergeboren ist. Das sind alles die Leute, die nur noch sozusagen bibeltreu sind. Das sind einfach die Kinder von den Generationen vorher, wo die in einer christlichen Elternhaus hineingeboren sind. Die sind nicht wiedergeboren. Das sind Traditionsgläubige. Kann ja nicht Gott beurteilen anhand der Menschen, die du siehst, sondern nur das Wort ausgesprochen. Ja, also ich habe meine Erfahrung gesammelt und für mich war es das. Wenn du der Meinung bist, dass da noch deine Gemeinde, letztens hatten wir ja noch einen, der hat dasselbe gesagt wie du. Der meinte, nein, du darfst nicht generalisieren. Ich habe eine Gemeinde, die sind wunderbar, wir gehen auch evangelisieren. Und dann meinte auf einmal, ja, wir reden auch schön in Zunge. Ja. Ja. Das ist dasselbe, wie du sagst. Nur wenn man ein bisschen nachhakt, auf einmal wird man herausfinden, dass die Leute doch nicht richtig sind, diese Gemeinde. Das sind Charismatiker. Ja, ich wurde dieses Jahr getauft. Ich bin ziemlich neu und ich bin jetzt am Lernen und am Studieren und ich bin auch ziemlich neu. Und ja. Ich finde aber auch, eine Community hilft einem, sich aufzubauen in dem Thema. Ne? Ja, Geschwister, also, die wiedergeboren sind. Aber wenn du Laodicea um dich herum hast, dann werden die dich runterziehen, anstatt dich nach vorne zu bringen. Das stimmt. Das ist klar. Ja. Da musst du auf dich achten. Ne? Das Wort Gottes sagt ja auch, habe Acht auf dich und auf die Lehre. Ne? Du hast eine Verantwortung dir gegenüber, dass du aufpasst, dass du nicht mit Leuten unterwegs bist, die eben nicht wahrhaftig sind. Und woher weißt du alles? Also du bist ja schon sehr, sehr belesen. Wie hast du das gelernt? Ja, ich habe ja die Bibel studiert. Ich studiere ja die Bibel jeden Tag, schon seit 8, 9 Jahren. Und ich weiß noch nicht gar nicht so viel. Ein bisschen weiß ich, aber nicht so viel. Und das geht immer weiter. Ich wachse ja jeden Tag in der Erkenntnis. Und so sollst du auch sein, ne? So sollten wir alle sein, ne? Okay. Dass wir in der Erkenntnis immer weitermachen. Ich habe überlegt, eine Bibelschule. Empfehle ich dir nicht. Empfehle ich dir nicht. Ja, ich wollte unbedingt mal nicht, weil du wirst dann halt dann auch von der Meinung des Lehrers genau, gedenkt. Genau. Fang einfach selber an, sprich einfach im Gebet. Aber es sind auch viele Verse, die du dann halt auch nicht verstehst. Ne? Das wirst du verstehen. Es kommt eine Zeit. Halt, der Herr wird dir das zeigen. Das ist doch kein Problem. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Das dauert seine Zeit. Ja. Aber ohne, dass du beeinflusst wirst von einem Bibellehrer mit seiner Ehelehre. Ja. Würdest du die Bibel lesen oder hören? Macht das immer Unterschied, finde ich. Bitte nochmal. Würdest du die Bibel eher lesen oder okay, wenn man die so hört? Ist egal. Also natürlich ist das viel, viel besser, wenn du es liest, ne? Durch die Augen. Dann behältst du auch mehr. Durch das Hören ist ja besser als gar nichts. Besser als gar nichts, aber das ersetzt nicht das Lesen. Der Herr hat nicht umsonst dich zum Lesen der Bibel hingestellt. Weil das Lesen einen großen Einfluss auf den Geist. Das, was in dein Auge reinkommt, das kommt auch in deine Seele, so eine Art, ne? Ja. Also es hat wirklich, wirklich viel mehr Auswirkung als das Hören. Du behältst auch einfach viel mehr. Das Gedächtnis arbeitet auch sehr mit dem Sehvermögen. Klar, natürlich. Oder wenn man Sachen aufschreibt oder so. Ja, genau. Nee, alles klar. Also das war es eigentlich schon. Das war meine Frage, also die Antwort.
Ja, wenn du jetzt anfängst, richtig zu trainieren an dem Wort Gottes, dann bist du im nächstes Jahr schon viel, viel weiter. Und in 2 Jahren bist du nochmal viel, viel weiter als vorher. Weißt du, was ich meine? Und dann wächst du und wächst und wächst und die Erkenntnis wächst. Und in 10 Jahren, Glaubst ja, du dann bist du wahrscheinlich schon Profi. an, du glaubst aber an die Gaben, oder? Dass man sagt, Ja, der eine ist natürlich. gut im Evangelisieren. Okay, Ja, weil ich sehe klar. mich da auch in diesem Evangelisieren, so wie du dann Bruder oder du das machst, aber Ja. ich bin halt nicht so spirituell noch nicht so weit, ne? Ja, da musst du halt dir Wissen und Erkenntnis aneignen, dass wenn du an vorderster Front dann mit den Menschen dann halt diskutierst, dass du auch ne, stark bist in der Argumentation, dass du auch das Wort Gottes auch vor denen gut darbringen kannst. Ne? Ja, ich werde dafür beten, dass Gott mir Ja. das dafür hilft. Ja, Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, danke, dass Ja, ihr mich danke, gleichfalls. reingeholt Dann werden habt. wir das angefangen. Gottes Mach's Segen. gut. Shalom. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Ja, Shalom erstmal. Die Gnade des Herrn Shalom. Jesus Christus sei mit euch. Ja, Gottes danke. Segen. Schau mal, ich wollte nur eine Sache so loswerden. Ja. Weil es war ja das Thema ganz kurz, was er gefragt hat mit die Fürbitte an Maria, beziehungsweise an Heilige, ne? Ja, Was die ja. Katholiken ja gerne machen. Mhm. Und die Katholiken, die sagen ja, die Heiligen sind ja nicht tot, ne? Die leben ja noch weiter. Und dann gebe ich Ja. gerne ein Bibelvers dazu, was es bekräftigt, dass sie tot sind. Denn David, ne, im Alten Testament, König David, der ist ja auch ein Heiliger für die, ist ja auch wohl klar, ne? Ja, klar. Genau, und das würden die ja nicht verneinen. Aber Ja. was sagt die Bibel dazu, ob er lebt oder tot ist? Ich habe drei Zeugen. Das ist einmal Apostelgeschichte, das, was Lukas geschrieben hat. Petrus, der es gesagt hat, und Gott, der inspiriert es durch Heiligen Geist. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 29 steht geschrieben: Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Und da wird schon mal verdeutlicht, dass die Heiligen als tot auch betitelt werden und wir uns nicht an Tote wenden sollen, ne? Und generell befragen sollen. Wie ist in, warte, in Jesaja Kapitel 8, Vers 18 bis 19 geschrieben steht: Siehe, ich und die Kinder, die mit der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von den Herren der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer oder Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antworte ihnen: Soll nicht ein Volk sein Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Ja, genau. Ja, und das ist ja so, was Genau. man ja klarstellen soll, ne? Ja, Für die ja. ganzen Katholiken, Orthodoxen, wo die langsam aufwachen müssen. Ja, der Satan hält sich ja durch eine feine, aber wirkungsvolle Lehre bei der Stange. Ne? Das sehen wir auch zum Beispiel im Genau. Buch, wo Saul eben die Beschwörerin da befragt, dass sie eben den Propheten Samuel heraufholen soll. Also Totenbeschwörung. Erste Und dann Samuel sieht man das erst einmal 28, 19. erschrickt. Das heißt also, die hat zum ersten Mal gesehen, oh, da kommt da wirklich einmal so ein Toter hoch. Ne? Das kannte die vorher nicht, weil er ein Scharlatan war. Ja, Ja, genau. und dann kommt auf einmal, weil der Herr das einmalig erlaubt hat, dass der Samuel hochkommt und eben das wiederum erzählt dem Saul, dass er verloren gehen wird und dass das Reich von ihm weggerissen wird und einem anderen gegeben wird und dass sein Ende naht. Und dann ist er noch mehr geschockt als vorher. Also verstehst du, der hätte sogar sein lassen sollen, der hätte Samuel nicht hochbringen sollen. Genau, da Und steht das ja war nochmal geschrieben, ja. Züchtigung für den Saul, ne? Also noch schlimmer als vorher. Genau. Ja. Und das ist ja das Harte, ne? Das ist ja ein 1. Samuel für die Zuschauer, wenn die es lesen möchten. 1. Samuel, Kapitel 28, 9 bis Vers 10 und 12 bis Vers 16. Könnt Ja, ihr genau. einmal durchlesen und dann werdet ihr es sehen. Ja, Die da sieht man Katholiken eben, Orthodoxen machen da genau, da sieht gleich. man eben einen Saul, ein Verworfener, der versucht, mit den Toten zu sprechen. Und wohin geht er? Zu einer Beschwörerin, Ja. Wahrsagerin. Und das ist den Katholiken nicht bewusst, dass wenn sie anfangen, Toten zu beschwören,
dass sie mit denen in Kontakt treten, dass sie da Okkultismus betreiben. Das ist dasselbe, als ob du jetzt zu einer Wahrsagerin gehst und sagst, hol mir mal bitte meine tote Tante raus, ich will mit dir reden. Das ist dasselbe, mit Toten reden. Das ist denen aber nicht bewusst. Und das, die stehen das ist, dann halt unter dem Zorn. Das ist genau, Götzendienst. Dann stehen die unter, das ist Götzendienst, genau. Ja, einer schreibt, und war mit Daniel, was für ein Vers? Mit Daniel war das Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 29. Na, dass der da auch als tot beschrieben wird. Und die Katholiken und Orthodoxen behaupten, die Heiligen sind ja am Leben. Ja, und es gibt, nur nebenbei gesagt, es gibt keinen expliziten Bibelvers, der sagt, gebt eure Gebete an die Heiligen ab und die Heiligen geben es an Gott weiter. Nirgendwo steht Nein. das. Die einzigen Beispiele, die wir haben, zum Beispiel 1. Korinther 1, wo die Gläubigen an alle Orte der Erde wessen Namen anrufen? Des Herrn Jesus Christus. Ja, das ist unser Herr und Gott, zu dem reden wir, zu keinem anderen. Ja. Stephanus sagt nicht, Maria, bitte eine Fürbitte beim Herrn Jesus, dass er an mich gedenkt. Macht der Stephanus das? Nein. Nein, direkt. Oh Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Genau, das sind die Vorbilder. Das ist es. Ja. Das ist es. Und das ist ja das Erstaunliche. Wie es hier geschrieben steht, in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 25, nee, Kapitel 2, Vers 5, der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist der Herr Jesus Christus. Genau, so einfach ist das. Eine ganz einfache Geschichte. Und da verstehen so viele nicht. Ne? Das ist wirklich der Wahnsinn. Ehrlich, du kannst Danny fragen. Ich mache so viel Aufklärungsarbeit in dem Bereich. Ja. Der Wahnsinn mit den Katholiken. Ehrlich. Ja, das ist Traditionschristentum. Ja, aber Bruder, ich will mal was dazu sagen. Die ganzen Katholiken, sie gehen leider verloren, weil sie nicht wiedergeboren sind. Und du siehst ja auch, wie die Katholiken hier fischen auf TikTok. Ja. Das ist unfassbar. Junge, guck mal, du musst dir das mal vorstellen. Das sind junge Menschen, die auch sehr sich gut mit der Bibel auskennen. Und wenn sich jetzt keiner auskennt, den fischen die sofort. Verstehst du? Ja, aber der Satan hat über die Gemeinde des Herrn keine Möglichkeit. Er kann nur Leute fischen, falsche 50er, die von vornherein schon falsche 50er waren. Die fischt er auch. Der Herr erlaubt das auch. Ja, die kann er haben, der Teufel. Die waren von vornherein Schrott und die werden auch immer Schrott bleiben. Deswegen können die auch abgegeben werden. Genau. Aber weißt du, was ich auch sehr schlimm finde? So Christen, die in einer Brudergemeinde gehen und sagen, ja, Katholiken sind auch unsere Brüder, Orthodoxen sind auch unsere Brüder. Nein, ein Bruder ist im Herrn, der wiedergeboren ist. Ja. Wenn einer ein wiedergeborener Christ wird, na, der verlässt die Kirche. Ja, weil genau. Er verlässt genau. die. Ja. So ja, eine Frage. Wenn du wiedergeboren bist und du warst jahrelang in der Kirche, ja, warnst du deine Geschwister oder bleibst du da und machst trotzdem noch die Tradition mit? Du warnst doch. Ich warne die. Ja. Ich war doch selber Katholik. Ich war doch einer von denen. Ach, ich habe durch Bibellesen erkannt, dass die Kirche, nicht, dass einer mir was, die Bibellesen habe ich erkannt, irgendwas stimmt hier ganz sicher nicht. Und ich habe sogar Kontakte im Vatikan selbst. Ne? Einer, vielleicht wird er sogar der nächste Papst, den ich erkenne. Der ist ein Kardinal, ne? Eine Stufe vor Papst. Ja. Und ich habe ihn viele, viele Fragen gestellt. Ich habe ihm gesagt, ja, wo steht denn das in der Bibel? Wo steht das in der Bibel? Er sagt mir ins Gesicht, ja, da gibt es nicht. Ich so, ja, und warum machen wir das? Ja, ne? Das ist Tradition. 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 Ich so, ach so, ja gut. Menschengebote über Gottes Wort, okay. Ich habe mal auch einen Orthodoxer, den ich sogar das gefragt habe. Ich habe ihm gesagt, was ist dir wichtiger, Tradition oder Gottes Wort, die Bibel? Er sagt mir einfach Tradition. Er ist der Wahnsinn. Der hat Gottes Wort genommen, in den Müll geschmissen und gesagt, ja, ne? Der Menschengebot ist ja wichtig. Er ist ja, ich musste lachen, ne? Aber ich habe irgendwie einfach, noch eine Träne gehabt dabei. Die Welt nicht mehr, ne? Ja, so einfach ist das, schockierend. Das ist wirklich schlimm. Der Wahnsinn. Aber der Jesus hat es ja vorausgesagt, ne? Geht ein durch die enge Pforte, denn der Weg ist breit und da befinden sich viele, die verloren gehen. Und der Weg ist schmal. Und nur wenige finden diesen Weg. Bruder Reza, wo du den Vortrag mit der Titanic gemacht hast, da hast du in dieser Szene die Katholiken erwähnt. Weißt du noch? Ja, klar. Ja, alles kommt da in der Entschlüsselung vor. Alles, ja, aber wie heftig das war, dass die Katholiken und diese ganzen Sachen da
untergegangen, die geht unter. Wie du das mit dem Titanic, hast. Mit der Welt. Die Titanic symbolisiert ja die Welt, die untergehen wird. Und ja. Die Katholiken, du siehst ja diesen katholischen Pfarrer, der eben ganz laut betet, ja, gebenedeit seist du, oh Maria, ja, und dann geht der unter und stirbt. Ja, genau ja, so. Ja. Genau so wird das sein. Ja. Ja, das sind die, die wie im, lass mich nicht lügen, Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23 geschrieben steht, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht? Mhm. Und da wird der Herr zu denen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja. So das sind die Zungenredner so gemeint, die Katholiken, ja. Die Orthodoxen, alle, ja. Die meinen, nicht den Herrn Jesus Christus zu folgen und Gottes Wort zu folgen. Wie einer, guck mal, jemand in den Kommentaren, dieser Botschafter von Jesus, der hat ja gerade davor schon geschrieben, Zungenrede sei biblisch. Ja, nirgendwo wird es in der Bibel erwähnt. Fremde Sprachen sind gemeint in Apostelgeschichte 2, 1. Korinther 13 und 1. Korinther 14. Aber nirgendwo wird da gesagt, Zungenrede. Keiner macht Motorgeräusche und noch nie hat ein Jünger getan. Das ist doch der Wahnsinn. Dieses Ratatata. Das ist deren Hymne wahrscheinlich von Missy Elliott. Das ist bla bla bla. Worski. Der Wahnsinn. Das ist ein Wort da. Das ist wahrscheinlich deren Hymne. Guck mal, ich habe mit einem geredet. Vielleicht kennst du den. Der heißt Torik, ja. Ne? Ja. Der ist ja so ein Zungenredner hier. Ich war bei denen oben in sein Live. Haben die Zuschauer zugeschaut, so 100 Leute. Und ich habe mit denen geredet. Ich habe ihn auf Ernst gefragt, ne? Kannst mir Zungenrede in der Bibel zeigen? Und der sagt mir, ja, ne, dann lesen wir erstmal Korinther 13. Ist doch eine gute Stelle, lesen wir das doch mal. Ne, und dann haben wir dazu gelesen, laut natürlich für die Zuschauer. Und da habe ich gesagt, lies mal weiter. Und dann steht da, Stück, erstmal steht da Sprachen. Schon mal der erste. Ne, steht erstmal Sprachen. So, und dann steht da, stückweise wird das ja alles vergehen. Und wenn das Vollkommene da ist, ist das ja ganz vergangen. Ja. Und dann habe ich gesagt, bevor wir antworten, gehen wir noch so 1. Korinther 14 und Apostelgeschichte 2. Und wo wir dann hingegangen sind, und Apostelgeschichte 2 verdeutlicht das nochmal, da steht ja sogar drin, ne, die Jünger haben angefangen, fremde Sprachen zu reden. Selbst die anderen haben sogar gesagt, ja, sind das nicht Leute aus Galiläa? Mhm. Die sprechen unsere Muttersprache. Das sind Sprachen. Und da sagt er mir, ja, fremde Sprachen sind auch gemeint. Und ich so, wo ist jetzt deine Zungenrede gemeint? Ja, das ist doch unbekannte Sprache. Ich so, wenn ich Chinesisch mit dir rede, rede ich nicht unbekannt für dich? Ist das nicht eine unbekannte Sprache für dich? Ja, das ist nicht da gleich. Da kommt ein Katholik rein und der ist ein bisschen bekannter, mit dem wir ja noch eine Debatte führen. Der heißt ja Marcel. Und der haut hier rein, als Katholik auch noch, Hardcore-Katholik, dass noch Zungenrede biblisch sei. Ich habe mir, warum machen das jetzt Katholiken, ja, dass die das Zungenrede noch da ist? Jetzt in der Endzeit werden demnächst Katholiken auch Zungenreden, die Protestanten werden, gebenedeit seist du. Das wird ein riesen Durcheinander sein, alles. Du siehst ja auch, dass die dann alle abfallen. Der war's. Reihenweise fahren die alle ab. Bruder? Ja. Warum machen die Stars eigentlich die Rose vorm Augen? Da hast du auch mal was dazu gesagt. Ja, das sind die Hochgrade, die Rosenkreuzer gerade innerhalb des York-Ritus. Das sind die höheren Grade. 13. Ja. Grad, 14. Grad und so weiter. Ja. 17. Grad. Das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich muss da nochmal nachschlagen. Und dann kommen die Hochgrade, die Templergrade, die Ritter von Malta. Das sind die Hochgrade sind Rittergrade. Ja, die Ritter von Malta, Tempelritter und so weiter. Ja. Die Rose ja, das Rosenkreuzertum ist eben auch sehr, sehr tief verwurzelt im Okkulten mit dem Baum des Lebens. Sehr viel Bruder Hilfer? Ja, das ist Baphomet, das ist Magie, Zauberei. Jüdischer Okkultismus, Kabbalah. Diese einen da, Ich vergesse immer den Namen, diese Familie da, diese Schauspieler da. Weißt du? Rovatos, meinst du? Rovatos. Ja, genau. Die reden ja, Bruder, die reden ja die ganze Zeit über mich. Das ist nicht mehr normal, das musst du dir mal geben. Ja, du hast mir das, wenn du auch sehr viel Gas gibst.
Ja, aber was meinst du, wenn so Leute im Fernsehen nur noch mich erwähnen, also erwähnen, meine Bilder reinmachen, das ist ja nicht mehr normal. Ja. 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 Das Leben spielt halt eine zentrale Rolle im Okkultismus, speziell im Rosenkreuzertum. Ne? Das ist die Kabbala, der jüdische Mystizismus, beinhaltet halt diesen Baum des Lebens. Nichts anderes als Kundalini, Chakra, Baphomet, Erleuchtung. Der Mensch steigt selber auf zu Gott und wird erleuchtet. Ich kann Ne, euch durch sogar was dazu Erkenntnis. sagen. Ja. Ich kann euch sogar was Ja. dazu sagen mit dem Rosenkranz. Ich bin ja in diesem katholischen Raum Ja. gewesen. Nee, Nun, nee, Gott nicht sei Dank nicht mehr. Rosenkranz, sondern Rosenkreuzer. Das ist ein Unterschied. Ach, der ist sogar noch runter. Ja, gut. Der ist sogar noch. Ich meine, mit diesem Rosenkranz, mit diesem Gebet meinte ich jetzt. Du Ja, kennst ja ja, ja. diese, Ja, ne, ja, mit diesen ja. Gebetsketten. Ja. Na, und da kann ich was dazu sagen, wie Ja. krass das eigentlich ist. Ach, Weil das man schon. muss bedenken, die nehmen pro Kugel ein Gebet, ne? Und die hören gar nicht Ja. damit auf. Dann machen die halt Ave Maria, erstmal Maria anbeten, schon mal der erste. Also da fängt das schon an. Na, und dann geht er weiter mit weiteren Gebeten und das Wiederholen, Wiederholen und immer dieselben Sachen. Und das stundenlang, bis du in Trance verfällst, ne? Bis du so in Hypnose bist. Ja, Ja, ehrlich, ja, ja. mein Cousin hat das früher gemacht, der, Gott sei Dank auch raus, ne? Gott sei Dank. Der war ja auch, der hat das gemacht vor den, guck mal, bei uns damals. Italienische Sender auf, ne, aus Italien. Ne, da macht man hier diese Sender halt an, vom Vatikan Richtung und so. Und dann macht man diese Gebete mit denen zusammen. Und dann verfällt es einfach in Trance. Der hat auch selber gesagt, mein Cousin zum Beispiel, wo er es gemacht hat, der war in Hypnose. Jemand hat ihn ansprechen können, der hätte nicht mehr geantwortet. Der war in seinem Trancezustand, Das immer ist auch mit der diesem Sinn. Gebet. Ja, genau, das ist der Sinn des Plappern. Deswegen sagt er hier so, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, wenn ihr betet, sondern Genau. nüchtern ein Gebet aus nüchternem Verstand sprechen. Später natürlich aus dem Heiligen Geist. Und dieses Plappern bringt dich in einen Trancezustand. Das ist dieses monotone Wiederholen. Wenn du immer wieder monoton etwas wiederholst, dann gehst du in einen Trancezustand. Das ist die Monotonie. Ja, das ist krass. Das ist Und wirklich das ist erstaunlich. Und das Meditation. machen die Orthodoxen auch so. Ja. Die haben ja Ja, auch ja. eigene Gebetsketten. Auch so eben, weil das sind auch so irgendwie verschiedene Blumenarten, wie die alle da heißen und aussehen hier. Diese Hat ganze alles Tracht einen der Zusammenhang. Priester, diese ganze Tracht der Priester, nirgendwo in der Bibel haben wir so eine Tracht. Was diese Ja. anhaben, weil keiner weiß, woher das kommt, wer das gemacht hat, warum. Ja, das ist, die kommen ja Diese an mit schwarze Altem Farbe auch. Testament. Na, ich kenne diese Stellen mit Altem Testament. Die Ja. vergessen aber was, das Alte Testament nur an Stamm Levi gemeint war. Ja. Und das waren auserwählte Priester von Gott und die sollten unterschieden werden von anderen. Und genauso wie Israel generell unterscheiden werden sollte von anderen Ländern, die Ja, heidnischen Ländern. aber die Priester in Levi, die levitischen Priester haben ja keine schwarzen Gewänder wie die Priester der Orthodoxen. Nee, nee, das nicht. Nein, nein, nein. Ja, Das nicht. also das weiß kein Mensch, warum die Farbe schwarz wählen und so weiter. Das ist für die Finsternis oder was? Ich kann mir das anders nicht vorstellen, dass das Priester der Finsternis sind. Ja, also die Katholiken Wahnsinn. genauso mit der schwarzen Farbe. Ja, ehrlich, das ist so, das symbolisiert mir einfach wie die Pharisäer mit ihren schönen langen Gewändern, weißt du, die Katholiken machen mich fertig mit diesen Lehren, ne? Die wachen nicht auf. Ich zeige ihnen diese Stellen und die ignorieren es. Als wäre es nie da gewesen, diese Stelle. Die ignorieren es. Die sagen mir ins Gesicht, ja, so. Und dann ignorieren es. Das ist wirklich, dann werden die auch aggressiv. Da merkt man aber auch raus, ne, wie Ja gut, da aggressiv musst die du werden. deine Schuhe abputzen, ne? Und dann weiter geht's. Nicht lange aufhalten. Wenn du denen die Stellen zeigst und die schalten auf Ignoranz, dann einfach weiter zu dem nächsten, bis einer es wert ist. Genau, wie es ja geschrieben steht in Titus, weise sie die selektierische Lehre ab nach zwei, dreimal Ermahnung. Ne? Genau. Genau. Und dann weitergehen, vielleicht ist es ein anderer Wert, ne? Wir haben hier einen Katholiken drin. Hallo? Hey, ich bin drin, ist ja Wahnsinn. Ja, Ja. Shalom. Was ist Hi. mir da, was ist das denn für eine Ehre, Shalom. hier mit euch in einem Live zu sein? Ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus. Amen. Ganz genau. Ja, zum Thema Freimaurer. Ich will jetzt gar nicht groß über katholische oder sonst welche Theologie sprechen. Ich glaube, da müsste man sich gesondert ein Thema auswählen. Aber zum Thema Freimaurer. Ich glaube, der Reza ist ja ziemlich tief da drin. Der kennt sich ja einigermaßen gut aus. Oder vielleicht auch weitaus besser als ich. Das möchte ich sogar zugeben.
Aber hat er sich auch mal mit den Schriften der Freimaurer über die katholische Religion auseinandergesetzt? Die haben ja auch uns als Feind ausgewählt, schon vor über 100 Jahren. Ja, aber die waren ja zwischenzeitlich auch drin, dann wurden die exkommuniziert. Und dann haben die ja wieder die Katholiken insgeheim mit der Propaganda Due, mit P2-Loge gemeinsame Sachen gemacht über die Banco Ambrosiano und den Vatikanbank. Das ist ja alles ans Tageslicht gekommen. Ja, das heißt also im Geheimen, nach außen tun sie, dass sie dann halt mit der Freimaurerei nichts zu tun haben und dann im Geheimen arbeiten sie miteinander. Ganz, ganz eng. Also ich gebe dir in dem Punkt sogar recht, dass die Kirche infiltriert ist und dass wir nicht wissen konkret, wer es ist. Also man kann von einem oder den anderen behaupten, der ist ein Freimaurer. Manche haben sich vielleicht geoutet, sind dann verstorben und so weiter. Es gibt schon sehr viele Leute, die innerhalb der Kirche versuchen, diese zu zerstören. Das stimmt. Und das sind auch größtenteils die Freimaurer. Die haben ja ein großes Interesse daran, weil die katholische Religion ja 2000 Jahre lang am Blühen gewesen ist. Man hat sie immer von außen angegriffen und jetzt versucht man es halt von innen. Aber sie schaffen es halt nicht. Sie können sogar den Papst beeinflussen, vermutlich, kann sein, ja, das ist nur eine Vermutung. Er äußert ja auch ziemlich wirre Dinge, aber auch er kann als Diener, der Diener, das ist ein Titel vom Papst, eben halt nicht ein Dogma ändern. Ja, dazu ist er nicht befugt. Und deswegen wird das Ganze irgendwann mal brechen und dann wird auch das Ganze aufgelöst und die Kirche wird sich wieder erneuern, so wie sie es immer getan hat in 2000 Jahren. Und dann werdet ihr auch erkennen, dass wir die Freimaurer letztendlich bekämpft haben. Sie sind nicht nur exkommuniziert worden, sie sind nach wie vor exkommuniziert. Die Freimaurer und die alle, die exkommuniziert sind, sind nach wie vor exkommuniziert. Das ist der Punkt. Und man kann keiner Geheimgesellschaft angehören, nicht nur den Freimaurern, auch eigenen Geheimgesellschaften, wenn ich eine gründen würde. Und davon weiß der Vatikan nichts. Gott weiß davon und ich bin automatisch exkommuniziert, weil das verboten ist. Nach außen hin, ja. Aber wie gesagt, nach innen hat ja der Vatikan über die P2-Loge ganz eng miteinander gearbeitet, ne? Den Freimaurern. Ja, ich weiß, wie gesagt, über die speziellen Details nicht Bescheid. Es gibt auch Bücher von Katholiken, von Theologen, die eine große Reichweite haben. Ich glaube, Dr. Taylor Marshall sollte vielleicht bekannt sein. 500.000 Abonnenten in Amerika. Er ist traditioneller Katholik, er vertritt meine Positionen. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er sogar, ich meine, sehr viele Namen genannt hat. Aber es gibt ja auch eine Lösung daraus. Es ist ja nicht verloren, nur weil die Kirche infiltriert ist. Nur weil hierarchische Personen etwas Falsches sagen. Das ist ja für uns kein Bestandteil. Die Kirche wird niemals infiltriert werden. Sonst widersprichst du ja dem Wort Gottes. Du kennst ja diese berühmte Stelle, was ihr Katholiken ja auch immer wieder verwendet. Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus, meine Gemeinde wird es aber keiner schaffen, sie zu überwinden. Die Pforte genau. Der Hölle werde ganz meine genau. Gemeinde nicht überwinden. Aber wenn du sagst, dass deine Kirche schon überwunden wurde vom Feind, dann leider gehörst du nicht zu der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist der Punkt. Sie wurde eben nicht überwunden. Sie kann nicht überwunden werden. Das Versprechen von unserem Herrn gilt. Es ist unzerbrechlich. Sie wurde infiltriert, aber man kann die Lehre ja nicht ändern. Dafür haben wir ja die Dogmen. Die kann man nicht verändern. Die sind in Stein gemeißelt. Und das ist der Punkt. Verstehst du? Ja, aber die Dogmen sind doch Jahr für Jahr, immer Jahrzehnt für Jahrzehnt entstanden. Ihr hört ja auf eure Obrigkeit. Ihr hört ja auf eure Päpste und so weiter. Und wenn Wie die meinst infiltriert du das? Werden, ja, der Papst ist doch das Oberhaupt der katholischen Kirche. Ganz genau, aber wie besteht denn mein Gehorsam gegenüber dem Papst? Ja, das ist doch euer Oberhaupt. Wenn er etwas vorgibt, dann müsst ihr euch dran halten. Das macht ihr eure eigenen Lippen und dann werdet ihr wie die Protestanten. Nein, ich habe das Depositum Fidei. Das ist ein Begriff, den kann man googeln. Das ist das Gesamtgut, das Glaubensgut der katholischen Kirche. Und das kann niemand verändern, auch kein Papst. Und es gab ja schon unzählige Päpste, die unmoralisch gelebt haben, die ein schlechtes Vorbild waren. Die Leute haben diesen Päpsten widerstanden. Und zu den Päpsten, weil Papst Franziskus ist ja aktuell an der Macht. Es gab Päpste, die wurden aus ihren Gräbern wieder herausgenommen und die wurden öffentlich in der Öffentlichkeit verflucht für ihre Taten. Das geschah irgendwann im Mittelalter, könnte man auch googeln. Das heißt, die Kirche hat sich nicht davor gescheut, nachzuschauen, was ein Papst getan hat. Und in diesem Fall wäre es ja, was ein Papst gesagt hat, das ist ja noch der Unterschied. Die Päpste haben ja damals unmoralisch gelebt, aber sie haben nie versucht, irgendwas Falsches zu sagen. Sie haben sich immer davor gefürchtet, die Lehre anzugreifen. Und jetzt haben wir seit einigen Jahrzehnten den Fall, dass mehrere Päpste
auch in diesem Punkt versuchen, einen Schaden anzurichten, aber auch das hat nur eine bestimmte Wirkung. Man kann trotzdem die Lehre nicht ändern. Das ist ja das Schöne an der katholischen Religion. Versteht ihr? Ja. Das ist der Punkt. Und okay. den Gehorsam, den ich dem Papst leisten muss, das könnt ihr nachschlagen. Ihr müsstet in offiziellen Dokumenten der Kirche nachschauen. Dieser Gehorsam ist begrenzt. Er ist, auch wenn ich sage Heiliger Vater, ist er dennoch Diener der Diener. Er kann nichts Neues kreieren. Er kann keine neue Religion schaffen. Er kann nur das wiedergeben, was immer überliefert wurde. Punkt, Ende, aus. Okay, ich gebe euch aber Dogmen einen schaffen. Punkt. Ist das richtig? Wie bitte? Kann er Dogmen machen? Er kann mit Hilfe des Heiligen Geistes ein Dogma erlassen, aber das hat Papst Franziskus nicht getan. Das hat keiner von den letzten Päpsten getan, soweit ich das weiß. Das letzte Dogma ist schon was länger her. 1950, glaube ich, oder so. Ja, genau. Ich meine, nee, ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf heraus. Wenn ich jetzt auch nicht falsch sage, ich glaube 1950, soweit ich noch Erinnerung habe. Genau, ja. Aber ein Glaubensdogma heißt ja nicht, dass es etwas Kreiertes ist. Es ist ja etwas, was quasi nur später geoffenbart wurde. Ich weiß, das könnt ihr natürlich nicht akzeptieren. Aus eurer Position kann ich das sogar heraus verstehen. Aber dennoch ist es so, dass Dogmen nichts sind, was irgendwie ja aus der Zeit herauskam. Dass man jetzt sagen muss, wir haben jetzt die neue Zeit, jetzt müssen wir mal ein Dogma für LGBT oder so machen und das teilweise akzeptieren. Das war ja nie Sinn eines Dogmas. Ein Dogma hat sogar meistens die Irrtümer beseitigt, die zu der Zeit ein Streitpunkt waren. Wie beispielsweise die Trinität. Ja, was war bei der Krise in der Kirche? Dann hat man das scharf verurteilt, man hat die ganzen Heretiker rausgeschmissen, man hat sie anathema gesetzt, ausgeschlossen, so wie die Kirche immer funktioniert hat seit der Bibel im ersten Konzil. Und das ist das Problem. Ich kann euren Ärger sogar verstehen. Ich kann eure Arbeit teilweise nachvollziehen. Aber ihr macht es meiner Meinung nach mit der falschen Fahne. Denn es gibt eine Kirche. Wir sollten die Kirche nicht verlassen. Unser Heiland ist dort am Wirken. Es ist wie mit dem Boot, wo die Apostel sagen, Herr, du bist am Schlafen, und geraten in Panik. Und der Herr sagt, ihr Kleingläubigen, er wird das Ruder rumreißen. Und dann sind auch die Hierarchien in der Kirche, die nach außen treten, irgendwann mal still und können nichts mehr tun. Ab wann ist man denn wiedergeboren nach der katholischen Kirche? Wiedergeboren ist man, wenn man getauft wurde. Mit was? Ach du Heilige. Mit was getauft? Nein, die Frage, die Antwort ist noch nicht mal ganz falsch. Mit was getauft? Woraus besteht denn eine Taufe? Ja, da gibt es zwei Arten. Ich möchte von dir wissen, welche Art. Johannes 3,5. Das heißt? Mit Wasser und Geist meinst du, wer von neuem geboren ist, aus Wasser und Geist, das ist erstmal Vers 5 und 6, ne, der wird ja gerettet sein. Was symbolisiert Wasser und Geist? Sag du es mir mal bitte. Ja, genau, also das Wasser wird ja auch von den Protestanten als das Wort angesehen. Ne? Dass das, okay, stimmt nicht. Aber sag mir nur, was die katholische Kirche sieht, nicht was die Protestanten, der hier, sondern nur die katholische Kirche. Wie sieht Wasser und Geist laut Johannes Kapitel 3, Vers 5? Wenn eine richtige Bibelexegese zu machen, da müsste man sich darauf einlassen, dann könnten wir uns das gerne nachschauen, was beispielsweise die Väter gesagt haben, was Konzile gesagt haben. Ich kann es dir ja sagen, wir können doch kein Bibelstudium machen, ist doch kein Problem. Wir müssen katholische Antworten. Wenn ihr Babys tauft, haben die Glauben diese Babys? Den Glauben erhalten sie stellvertretend von den Taufpaten. Ach, du Heilige, das kann nicht sein. Wo steht das in der Bibel? Guck mal. Antworten. Merkst du denn nicht einfach, dass das langsam ein bisschen... Nein. Pass auf. Also ein Baby, das mit Wasser besprengt wird, ist wiedergeboren, ja? Wenn ein Baby getauft wird, dann wird es in die Kirche eingegliedert, es ist dann ein Kind Gottes und es ist tatsächlich wiedergeboren. Das ist ein Kind Gottes, wenn man Jesus aufnimmt, dann Johannes 1, sondern wenn man in eine viereckige Gebäude reingeht, dann ist man ein Kind Gottes. Reza. Na gut, vom viereckigen Gebäude hat keiner was gesagt. Hör mal kurz zu, mein damaliger Arbeitskollege, der war Pole, auch so ein richtiger Katholik. Ne? Ich habe immer mit dem geredet. Ich meine so, Martin, weißt du, dass wir von Neuem geboren werden müssen? Und da war ich so frisch im Glauben. Ne?
Da meint er, was ist das denn neu geworden? Was ist das? Ist das eine Sekte oder was? Meine ich so, nein, hast du schon mal Das Johannesbrief weiß der gelesen? auch katholische Antwort, nur das Der Herr gefällt ihm. Jesus, der Herr Jesus Christus verlangt von was die uns, dass meisten wir von neu Katholiken geboren denken, Wiedergeburt ist was zum Essen. Aber dein lauwarmer Arbeitskollege ist ja kein Garant für die Wahrheit. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, was der dann katholische Antwort. Was passiert mit einem Baby, wenn er nicht mit Wasser getauft wird? Genau, jetzt will ich die Antwort von dir hören. Was passiert mit deinem Baby? Er wird nicht, er kommt in einen glückseligen Zustand, er kommt nicht in die vollständige Anschauung Gottes, aber soweit die Kirche das bis jetzt so festgelegt hat oder die Theologen in der Gesamtheit das lehren, wird er nicht in die Hölle kommen, sondern in diesen Zustand verweilen, dass er glückselig ist. Ja? Und was ist mit der Erbsünde? Ja. Was meinst du mit der Erbsünde? Ja, jeder Mensch hat ja eine Erbsünde, wird er mit Erbsünde geboren. Genau, und das ist deswegen die Lehre der katholischen Kirche. Deswegen kann er nicht in die volle Anschauung Gottes, weil Gott ist ja eben halt auch gerecht. Und Ja. dementsprechend, ne, weil es eben halt die Erbsünde hat, wird es Ja. eben trotzdem aber in einen glückseligen Zustand kommen, weil es ja keine persönliche Schuld hat. Das Baby kann ja Was ist persönlich das nichts für eine dafür. katholische Lehre? Die habe ich auch noch nie gehört. Ist das was Ich auch Neues? noch nie. Machst du eine Also, neue katholische Lehre? Lehre besagt, dass Jeder sie in die Hölle kommt. jeder Priester, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt, natürlich, das Baby muss sofort getauft werden, andernfalls fährt es in die Hölle. Ja. In die Genau. Hölle. Aber das hat ja kein Dokument der Kirche besagt, dass es Aber in die alle Hölle fährt. Priester sagen das. Das ist katholischer Glaube ist das. Welcher Das Priester, Baby da muss kannst du mir einen Namen getauft nennen. werden. Wie hieß der Warum Priester? taufen die Babys? Warum taufen die an Babys? Ja, natürlich, damit die Erbsünde weggewaschen wird. Also doch. Also doch. Der Ja Wahnsinn. und? Der Und wie Wahnsinn. ist dir die ganze Zeit? Ist das krank? Ist das krank von Katholische einem? Antwort. Willst du nicht endlich Buße tun und zum Herrn kommen und der Welt Guck mal. absterben? Amir, Amir, nur weil du es nicht Hast du begreifen gesehen, wie du kannst. selber gerade exposed hast, ey? Die Juden konnten das auch nicht begreifen, wo der Herr sagte, das ist mein Ich Fleisch und haben sich bitte auch dich, von mein ihnen lieber, mein abgekehrt. lieber, guck mal. Ihr Ich habt auch bitte nicht dich. die heilige Eucharistie, ihr habt doch gar keine Ich Messe. bitte Wo ihr dich, mein hingeht, lieber, du das. musst Guck mal, umkehren, du katholische. Buße und kommst Das ist zum Herrn. ein Kann ich dir was sagen? Gottesdienst. Moment mal, Moment mal. Zum Thema Lachen und das nicht begreifen können und sagen können, das ist Ja, ulkig aber oder du hast komisch. dich doch gerade Das eben haben die gesagt, auch mit Jesus der gemacht. Taufpate übernimmt den Glauben für das Baby. Was sind Guck das mal, denn für wir Lehren? Ist machen das das ganz Walt Disney? einfach. Ist das aus Walt Disney genommen oder was sind das für Sachen? Wo steht Okay, denn dann das sag mir mal, was für ein war mit der Wahnsinn? Beschneidung? Was war mit der Beschneidung bei den Juden? Ja, was ist Was damit? war mit, was war mit den Kindern? Was ist passiert, nachdem sie beschnitten wurden? Die wurden Was ist dadurch eingegliedert in passiert? das Volk Gottes. Haben Sie sich dafür entschieden? Nein, Das aber war ein das war Gesetz Gottes, von das ist Gott, ein das wurde ja hebräischer so gesagt. Volk. Wir Habt sind ihr ein irgendwo ein hebräisches Bibelvers, wo Volk geschrieben Gottes. steht, Unsere ein Beschneidung ist Baby? am Herzen und durch den Aber das ist doch Glauben. unfair. Das Nein. Kind hat doch gar keinen Glauben gehabt. Wie konnte es dann eingegliedert werden in etwas Höherem, nämlich Weil in einem Israel Volk ein Gottes? Gottesstaat ist, diese 12 Stämme Israels sind ein homogenes Volk, was eine irdische Verheißung hat durch den Messias und das tausendjährige Friedensreich. Diese Verheißung hat die Gemeinde nicht. Wir haben eine himmlische Verheißung durch Ja, aber Jesus das ist doch Christus. trotzdem ein Das muss, übernatürlicher Zustand gewesen, wenn das noch Kind besser dann. wäre es, wenn du einen Katholiken fragst, was ist mit der Entrückung? Dann wird er davonrennen. Der denkt, das ist aus Kino. Science Fiction. Der hat noch nie sowas gehört wie die Entrückung. Wann ist denn die Entrückung, sag mal, katholische Aber Antwort? Wann kommt. beim Thema Entrückung seid ihr euch doch auch gar nicht einig. Ja, aber wann sagt ihr Katholiken, wann sagt der Papst, wann die Entrückung geschieht? Bei diesem Thema weiß ich jetzt gerade nicht Bescheid. Keine Ahnung. Da wird Dann auch bleiben nie wir bei was der kommen. Taufe. Dann Weil bleiben die wir doch bei der Katholiken wissen Taufe. gar Ich nicht, habe was sie dich, ich alle hab im meine Unterricht. Frage. Guck mal, ich habe meine Frage. Kriegt man durch die Taufe den Heiligen Geist, ja oder nein? Man bekommt den Heiligen Geist, ja, aber wir haben ja Okay, noch. stopp. Okay, stopp. Lesen wir jetzt Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers Oh 17 bis, Mann. Vers 14 bis 17. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn es war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten Aha. sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und jetzt Das, sagt mir ja, bitte, Moment, wie stopp, kann man durch stopp, die Taufe den stopp. Heiligen Ich Geist bekommen? kenne diese Stellen, aber Gott ist ja nicht abhängig von den Sakramenten. Er selber ist der Sakramentengeber. Wenn er das so veranlasst, dann ist das okay so. Nur das Problem ist, ihr schaut in die Bibel beispielsweise berichtet uns ja auch von der Anfangszeit der Christenheit. Ja? Das Problem ist, dass ihr all das nimmt, wie beispielsweise auch mit dem Zölibat, wo es geschrieben steht, dass ein Bischof ja,
Mann einer Frau sein soll, wo die Polygamie okay, quasi lesen wir doch verurteilt erst wurde. Timotheus Kapitel 3, da lest ihr auch nur alles rein, da lest ihr auch nur alles rein, was ihr quasi so per se an den Buchstaben vors Gesicht bekommt. Aber was damals die Christenheit darunter verstanden hat, das versteht ihr nicht, weil das Wort Gottes ist eben nicht so einfach. Es ist kein Buch, das man mal eben aus dem Schrank hervorholen kann. Man macht eben die Bibel auf und denkt, man kann dann quasi eine Exegese betreiben oder könnte jetzt mit dem Heiligen Geist in eine Wahrheit geleitet werden. Die Kirche hat die Vollmacht, die Bibel zu interpretieren, und sie hat auch die Möglichkeit, uns das auszulegen. Die Kirche hat die Vollmacht. Die Kirche hat die Vollmacht. Warte. Fragen wir doch deinen ersten Papst, angeblich Petrus, wer die Vollmacht hat, die Bibel auszulegen. Öffnen wir doch mal 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Es steht geschrieben, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und jetzt lesen wir noch mal Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt habe ich deinen ersten Papst zitiert, den Petrus, was natürlich kein Papst ist, wollte ich nur mal erwähnen, aber jetzt für dich ein Papst. Ganz kurz, und jetzt sage mir, wer sagt mir, dass es VIP-Priester gibt? Ich betone nochmal, VIP-Priester gibt, die sagen, nur wir dürfen Bibel aussehen, aber die anderen nicht. Wer sind die? Wo steht das? Das kann ich dir erklären. Diese Bibelversschlacht, diese Bibelversschlacht, die könnten wir bis morgens früh um 6 Uhr führen, die würde kein Ende führen. Im 2. Petrusbrief steht geschrieben, dass die Auslegung der Schrift nicht eine persönliche Angelegenheit ist. Und das teilweise in den Paulus, ich meine im 2. Petrusbrief, ich weiß nicht genau, 2,15, 3,15. Das ist keine Auslegung der Schrift durch eigenes. Ganz genau. Und die Sache ist hier, schau mal, Bibelversschlacht. Ich kann auch die Schlacht in die Schlacht ziehen und kann die 1. Timotheus 3,15 gehen. Da haben wir die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Wir wissen, Jesus Christus ist die Wahrheit. Er ist die Quelle der ganzen vollkommenen Wahrheit. Und er hat uns als Grundfeste die Kirche gegeben, nämlich in 1. Timotheus 3,15. Da steht geschrieben, zitiere es gerne, wenn du möchtest, hier für die Öffentlichkeit, was in 1. Timotheus 3,15 steht. Soll ich vorlesen? Sehr gerne. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welche die Gemeinde der lebendige Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wer ist denn die Gemeinde? Warum sagst du überhaupt Gemeinde? Woher hast du dieses Wort? Weil Roger Libby das in der Schlachter 2000 so übersetzt hat? Ach, du willst jetzt katholische Bibel öffnen? Oh, ist doch kein Problem. Wenn wir damit ankommen, dann lass doch mal 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 lesen, was dein Zölibat sagt. Und dann können wir doch einmal anschauen, was auch in der katholischen Bibel steht. Wir sind doch bei dem einen Punkt. Wer sagt dir, dass das Gemeinde ist und dass das nicht Kirche ist? Ich meine, wir können das auch mit Gemeinde lesen, wir kommen beim selben heraus. Aber hier ist schon der kleine und feine Unterschied. Es heißt